Ziel schwächen und verfallen lassen. Sigilla Anthropie. Kann ich entweder Berührung der Anthropie daraus machen? Stärke und Vitalität einem Ziel entziehen. Das wäre für meine Nahkämpfer gar nicht mal so schlecht. Und das hier? Wirkungsbereich auf Gegner verglichen mit Magie. Beeinträchtigung verwurzelt. Und positive Nähe. Da finde ich das hier besser. Sigil der Stärke, Sigil der Reichweite und Sigil der Genauigkeit. Kriegst du mal den. So. Dann nehme ich das mal weg und weise ihn auch noch dir zu, dass ihr ein paar mehr Zauber zum Benutzen habt. Gut. Ich höre das Lied der Schlachten. Wir müssen umgehend mitsingen. Hab Ban Antonio und Bitterwitz. Also ja, hier sind sehr viele Verwundete und ein Dörfler. Und ein scharlachroter Wüter. Wir haben nach Verstärkung geschickt. Wenn uns die Wache in großer Zahl angreift, werden wir uns einfallen lassen müssen. Müssen wir uns was einfallen lassen, um sie aufzuhalten. Wir haben Speer auf der anderen Uferseite. Ich kann sie kaum sehen. Ein Dorf voller Verräter. Ging es nach mir, würde ich sie aufschlitzen lassen, alle. Ich ergebe mich kein Grund für weiteres Blutvergießen. Die Vendrier-Wache wird triumphieren. Ich bereue nicht, was ich getan habe. Die Erdbrecher waren gut vorbereitet. Hätten wir uns nicht über die Strategie gezankt, hätten wir sie vielleicht schon vernichtet. Ich bin verwundert, aber das hat mich früher auch nicht aufgehalten. Gib mir nur eine kurze Verschnaufpause. Diese verdammten Gezeitenwirkerin hat die Hälfte unserer Männer ertränkt. Gute Nordländer, die jetzt auf dem Grund des Flusses liegen. Hierher zurück, Defensivformation beibehalten. Der atemlose Gespätenkommandant umklammert seine blutverschwirrte Brust, während er tief einatmet und seine Gedanken sammelt. Er konzentriert sich auf die verstreuten, verwundeten Männer um sich herum und hat dich deshalb noch nicht bemerkt. Dein Plan ist ja ein gewaltiger Erfolg gewesen. Die meisten deiner Truppen tot, eine Brücke zerstört und die Wendrin-Wache hat uns dorthin zurückgedrängt, wo wir angefangen haben. Meine Herrschaften darf ich vorstellen, das Beste, was der Norden zu bieten hat. Was planst du für den nächsten Akt? Ich hätte diese Wüter an der Spitze gebraucht. Verhöhne meine Strategie nicht, nachdem du gegen sie gearbeitet hast. Wir hätten das packen können. Was passiert? Ihr solltet hier nicht auf der anderen Seite der Brücke sein. Wir versuchten, die westliche Brücke zu stürmen. Schlag um Schlag schlugen wir sie in die Flucht, aber er senkt seinen Blick und stößt einen langen Seufzer aus. Als wir auf halbem Weg über dem Fluss waren, passierte es. Das ganze beschissene Wasser. Der Burgkanzler gestikuliert und sucht krampfhaft nach Worten. Spielte verrückt. Der verfluchte Matani verschluckte die Brücke und fast jeden darauf. Die einzigen echten Soldaten, die wir übrig hatten, sind scharlachrote Wüter, die sich ziemlich gerissen in die Flanke geschickt hatte. Ein paar von uns hielten stand, aber trotzdem ging der Vorteil verloren und wir mussten uns zurückziehen. Als wir das taten, stürmten die Eilbrecher über die östliche Brücke. Wir hielten unsere Stellung, bis sie zurück über den Fluss flohen, aber jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Aber nur noch mit einem Bruchteil unserer Stärke. Antonio hat das Kommando, der jetzt die Truppen zusammenziehen soll, wie er es befohlen hat. Ein Mitglied der Schule der Gezeiten ist noch am Leben und arbeitet mit der Vendrin-Wache zusammen. Ich kann dir versichern, dass sie die Schuldige ist.
Ein direkter Angriff war eine dumme Idee. Bitterwitz hatte recht, eine Reserve zurückzuhalten. Nehmen wir das in der Mitte. Ich will jetzt die beiden, die sowieso schon genug geschunden sind, jetzt nicht noch gegenseitig an die Gurgel gehen lassen. Schieben wir alles mal auf die Gezeitenschülerin. Das würde es am klären. Am anderen Flussufer sah ich eine blau gekleidete Frau stehen und sie schien nicht zu den anderen zu passen. Hätten wir unsere Kräfte zu einem perfekten Ausfall konzentriert, wären wir über der Brücke gewesen, bevor der Feind begreifen konnte, was ihn getötet hat. Aber es ist noch nicht zu spät. Wir könnten die scharlachroten Wüster zum... Nein, du Narr, hör mit deinen Vorschlägen auf, die meine Bande umbringen. Arbeitest du etwa für die Eidbrecher? Wir sollten warten, bis der Feind nicht mehr in höchster Alarmbereitschaft ist. Was würdest du denn vorschlagen, wenn du Antonius' Plan nicht gut findest? Es gibt eine Zeit für Initiative und eine Zeit für Geduld. Wir sollten uns an einem anderen Flussabschnitt probieren oder später zurückkommen. Der Feind beobachtet uns jetzt zu genau. Hast du es eilig, damit Kyros Edikt zu erleben? Tut mir leid, Bitterwitz, aber ich werde dich mir auf den Rücken binden und allein über diese Brücke stürmen. Nichts zu tun, aber steht außer Frage. Naja, wir können hier herumsitzen und warten, bis Kyros Edikt uns umbringt. Oder wir können etwas unternehmen. Wenn das hier eine Anhörung wegen Beschwerden wäre, würde ich dir die Führung überlassen. Aber wir reden hier über das Leben meiner Bande. Rekruten sind billiges Gesindel, Wüter dagegen. Ich habe hart dafür gearbeitet, mir die Loyalität meiner Bande zu sichern. Ich werde gestandene Krieger doch nicht für einen törichten Plan verschwenden. Vielleicht, wenn du genügend Ringe hättest, um ordentlichen Ersatz für deine Bande zu finden. Warum sagst du mir nicht einfach, was du für deine Kooperation gerne hättest? Was war das? Vermutlich werde ich Neraths Stimme sagen müssen, dass seine Agenten bei Widerstand weich und feige verhielten. Damit würde ich es mir wahrscheinlich bei Blitterwitz und beim Chor verscherzen. Was hättest du für deine Kooperation? Also naja, was mich wirklich glücklich machen würde, der Kantor tippt sich gegen sein Kinn, während er seufzend vorgibt nachzudenken. Oh, jetzt weiß ich es. Schicksalsbinder, befehl Antonio hier, um meine Hilfe zu betteln. Sorgt dafür, dass er betont, wie unfähig er ist und wie viel es ihm bedeutet, dass ihn der Chor rettet. Solche Beleidigungen werde ich nicht tolerieren. Dieser Angriff steht unter meinem Kommando und ich werde nicht für deine Dienste Katz buckeln. Du hast ihn gehört, Battle Katzbuckel, tu einfach alles, was nötig ist, um die Missionus zu retten. Er muss schon die Beleidigung verdauen. Krieger wegen deines törichten Plans zu verlieren, scheint mir gerecht zu sein. Dieses Gezack ist lächerlich, es muss doch noch eine andere Lösung geben. Nehmen wir mal Neraths Stimmen. List-Skill, 12 EP. Hä? Meinst du etwa deine Worte von... Der Kantor grinst bald. Ich meine, vielleicht hat der Schicksalsbinder ja recht. Antonio hat das Kommando. Wenn du die Archon das nächste Mal triffst, dann sag Neraths Stimme, dass ich bei der Flussüberquerung eine wichtige Rolle gespielt habe. Na, das können wir machen. Einfach so? Der geschmähten Krieger bedeckt sein Gesicht mit seiner Handfläche. Nein, warte, ich werde es nicht hinterfragen. Ja, danke, danke. Genau, du sollst mir besser danken und dem Schicksalsbinder auch. Wir haben die Geschmähten immer und immer wieder gerettet. Was macht da einmal mehr schon aus? Hör mal zu, für dieses Manöver brauchen meine Wüter ein bisschen, um aus der Deckung zu kommen, Schicksalsbinder. Du musst die östliche Brücke hochrennen. Sieh zu, dass du nicht getötet wirst. Sieh bloß ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ich werde meinen Wütern signalisieren, ein Seil rüberzuschicken, während du sie beschäftigst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hoffentlich schafft das deine Bande. Antonio wendet sich dir zu und nickt mit starkem Stirnrunzeln. Danke, Schicksalsbinder, und gute Jagd. Okay. Ich will aber erst einmal zerstörte Brücke. Oh, jede Menge zum Plündern. Oh, gute eiserne Großschwerter. Und ein bisschen Schrott. Das ist auch Vendrienwachenzeug. Falle entdeckt. Und die Brücke hier wohl ist hinüber.
Ja, die können wir uns noch ansehen. Die Strömung des Matanis stellt kaum eine Gefahr für kleine Boote dar. Schon gar nicht für Brücken wie diese. Die Magie, die diese Brücke entzweier ist, muss ziemlich stark gewesen sein. Okay. Was haben wir hier oben? Auf jeden Fall sehen wir von hier oben Feinde. Die Körper des Soldaten ist von, der Körper des Soldaten ist von vielen Wunden gezeichnet. Die kalten Leichen nahe von zwei älteren Dörflern liegen in der Nähe. Zwei Opfer, die er letzten Endes nicht beschützen konnte. Die meisten Häuser südlich des Flusses sind wie dieses verlassen. Wenige Einwohner von Apex glauben, dass das Hissen der blauen Flagge von Kyros Streitkräften respektieren wird. Oh, ein Stufenvolk Jagdbogen. Der sieht gut aus. Und hier ist eine paar Heiltränke, also eine Rastration, Kriegsmorgenstern Bronzener und ein Edelstein drin. Ja, gut. I got it. Verschaffe den Trümmer einen Vorteil durch eine Ablenkung. Greife die östliche Brücke von Echo-Ruf-Kreuzung an. Die Siedlung, ja, also in der Nähe der Echo-Ruf-Kreuzung. Also das ist wahrscheinlich schon auf der anderen Flussseite. Und nicht hier drüben. Ja gut, dann können wir das zuerst machen, bevor wir das mit den Erdhexen dann klären, würde ich sagen. Aber jetzt gucken wir mal. Du behältst bei deinem Eisenschwert im Inventar. Du kannst den Bogen tauschen. Der hat geringere Reichweite. So muss ich das vergleichen. Stufenvolk Jagdbogen. Mehr Schaden, mehr Erholung, nee, bessere Erholung, Reichweite wäre aber geringer und hätte keine Rüstungsdurchdringung und Genauigkeit plus 2 fehlt hier. Egal, das da noch weg. Können mir die beiden noch was Nützliches sagen? Schnellschicksalsbinder zur Brücke. Ich werde meine Bande signalisieren, du sollst dich besser auf dem Weg machen. Gucken wir noch kurz, was wir hier oben für Gegner haben. Found something. Grenzläufer und noch ein Grenzläufer. Oh, ein Level-Up für dich, das ist nicht schlecht. Mehr Genauigkeit und Rüstungsabwehr erstmal für dich. Und was wollten wir hier geben? Wächter eigentlich. Rüstungsbonus. Vergeltung. Krachendes Eisen zu Beginn eines Kampfes. Oh, nicht so wirklich. Krachendes Eisen. Gestandener Veteran. Einen zusätzlichen Feind in Kampfbindung nehmen. Das finde ich nützlich. Und dafür brauche ich dann noch einen Punkt. Da gebe ich ihm die Phalanx-Haltung. Die gibt nämlich 2 Rüstung. Zusätzlich und hat keine Nachteile, was ich gut finde.
Oh ja, ich habe ja noch hier Anstieg des Ruhms. Das könnte ich auch mal hier reinpacken. So. Gut, dann speichere ich jetzt endlich mal. LP005. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.